Hallo und Rio, hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen Neverwinter mit mir, das Snox. Ich bin der Smirk. Juhu. Und heute geht es darum, wie kriege ich denn hier mal alle Wasserwaffen zusammen? Und genau, wir wurden nochmal gebeten, so einen kleinen Guide dafür zu machen. Also ihr müsst in Under Mountain sein und müsst die ganze Kampagne so weit durchhaben, dass ihr Meisterexpedition laufen dürft. Dann seid ihr nämlich bei Obaye Odain, neben der wir hier stehen. Und holt euch so eine Meisterexpedition-Aufgabe von ihr ab. Und solltet vorher in diesen bunten Blasen in den Gebieten in Undermountain so ein bisschen gefarmt haben, dass ihr Runen vorne reinpacken könnt. Und genau, wenn man das nämlich nicht hat, dann stehst du mich da und kannst dann keine Runen reinpacken. Wir machen heute jetzt mal eine ME, also eine Meisterexpedition, mit drei Runen, und drei Runen bedeutet ja, dass die Schwierigkeit auch dann enorm anzieht. Das zeigen wir euch gleich nochmal. Wir haben dazu da mal drei zufällige Leute mal eingeladen, da mitzumachen. Und da schauen wir mal, ob das klappt. Mal mehr, mal weniger, würde ich sagen. Und schon geht's los. Und es ist wirklich der Rat, wenn ihr da vorne drei Runen reinpackt, was ihr machen solltet, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht. Es ist ja immer nur mit einer Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Teil eurer Alabaster-Ausrüstung bekommt, dann lauft wirklich mit einem vollen Team, weil die Schwierigkeit, wie der Smirk schon sagte, die zieht halt wirklich an. Die zieht an. Nicht anziehend, aber sie zieht an. Genau, so, jetzt gehen wir hier zur ersten Schublade, geht halt ruf, und jetzt kann ich hier unten wieder unseren Optionen meine Resonanzen, die man jetzt sammelt, in Runen umwandeln, und jetzt kann ich eine Rune auswählen und kommen, weil es so spaßig ist. Ich mach da mal eine Chaos-Rune rein. Das bedeutet also, diese Chaos-Rune gibt mir Rohastral. Und dann machen wir auch noch mal eine rein, weil wir so nett sind. Und weil wir so nett sind, gleich noch eine. So, es gibt auch andere Runen, die machen andere Effekte. Auf jeden Fall bedeutet das, mit jeder Rune, die man reinstopft, wird die Schwierigkeit erhöht. Und dann kommen lustige Effekte, wie zum Beispiel, dass ein gestorbener Gegner einen Geist hinterlässt, der uns irgendwie auf die Mütze hauen will und. Das passiert schon, sobald du nur eine Schwierigkeit erhöhst. Also letztendlich, ihr müsst die Schwierigkeit nicht erhöhen, nur die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Set dann kriegt, ist halt geringer. Also es dauert im Zweifel länger, bis ihr soweit seid, aber machen könnt ihr es natürlich trotzdem. Es ist halt nur, wenn ihr wirklich effektiv das Ganze machen wollt, dann müsst ihr die drei Runen nehmen, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht. Die Dungeons, die hier kommen, sind alle zufällig. Das ist halt mal das, mal das. Wir haben da auch schon mal einen Guide gemacht, wo die Relikte hier rumliegen. Auf unserem Kanal, aber ihr müsst erstmal auf jeden Fall durch drei verschiedene Instanzen hier von diesen Meisterexpeditionen durch, um wieder zu Obaye Odain zurückkehren zu dürfen. Ja, und ihr könnt dann pro Tag nur drei Meisterexpeditionen laufen. Also wenn ihr drei gemacht habt an einem Tag, kommt am nächsten Tag wieder, macht's nochmal. Aber wenn man drei Runen da reinstopft, das ist auch wirklich nicht schlecht, weil man kriegt nämlich dort ja Rohastral oder halt auch ganz andere Sachen. Am Ende gibt es dann noch eine schöne Kiste. Also es macht auch Sinn, Meisterexpeditionen zu laufen für gute Ausrüstung und etc. Ach, ihr macht den Grabherrn nicht weg, deswegen immer dasselbe. Der teleportiert sich immer weg. Ja, da rennt man hinterher. Nicht die des Gemobs töten. Ihn. Wo ist unser Heiler eigentlich hin? Wir haben keinen Heiler. Nie gehabt. Dann heile ich mich mal selbst. Scheiße. Jetzt reicht's. Jetzt gibt's eins auf die Mütze, du. Habe ich auch gerade gedacht. Hoppala. Das ist ja fast unangenehm. Ich renne da in die Falle rein. Das ist mal wieder... Ah, Mann, ey. Spackopatz. Ja, ich mach das ja, schon. Mach doch. Ja, ist ja gut. Du siehst, dass ich dahin renne, aber du willst es machen. Das sind mir immer die Liebsten. Wieder ausgewichen. Bist du wieder reingelaufen in meine Runde, die ich ausgelöst habe? Nee, ich war diesmal nicht hinter dir. Das war doch jemand anders, der reingelaufen ist. Na, Probleme? Nö. Aggressivitäten? Nö. Geht drauf, habe ich gesagt. So, jetzt gehen wir in die nächste Instanz. Müssen wir auch jetzt zusammenrutschen hier.
So, das dritte Gewölbe ist immer ein relativ kurzes, hier die dritte Instanz, wo immer ein so ein etwas dickerer Boss am Ende irgendwie ist. Ja, den kann man auch zwischendurch mal bekommen, aber dann ist er nicht so stark wie jetzt. So, der lässt manchmal auch schon coole Ausrüstung fallen, also immer schön aufheben, wenn ihr gerade neu seid mit Meisterexpedition. Das ist so die erste coole neue Ausrüstung, die es hier in diesem Mod gab. So, und dann darauf achten, dass ihr alle Runen beiladen habt, dann macht ihr die Kiste hier auf, holt nochmal zwei Sachen raus, nämlich Rohastral, das kommt von den Runen, die man vorher reingesteckt hat, und die Runenätzung, in diesem Fall leuchtend. Gibt es auch verschiedene, die kann man bei dem kleinen Gnomen unter der Treppe abgeben. So, und dann können wir hier durch. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir auch mal eine Alabaster-Dingsbums bekommen. Ja, es gibt jetzt eine Wahrscheinlichkeit, die ist auch höher, als hätten wir da halt nichts reingestoppt vorher, keine Rune, sondern wenn die einfach so laufen, sondern wir haben jetzt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit und müssen jetzt mit Ubaya Ode reden, weil die ist diejenige, wenn, dann hat die jetzt einen Teil dieser Ausrüstung für uns. Okay? Der Alabasterbogen. Ja. Auf grün. Ja. Er ist immer grün, wenn du ihn kriegst. Scheiße. Ich glaube es also echt nicht. Also Jahre ey. Brauchst du nicht, aber ich sag ja, manchmal kann es dauern und du bist ja immer so. Ja, du bist so ein Lootlacker. Du ziehst ja immer einmal irgendwo und hast gleich alles. Kannst auf mich gucken. Ich hab ihn gerade mal ausgerüstet. Ja, ich glaube, ich brauch's gar nicht sehen. Es ist so, ich habe eine kostbare Schutzhose des Kults bekommen, aber da wäre sonst ein Teil der Alabaster-Waffe dabei. Also es gab ja Schwerthand und Schildhand. Und also ihr könnt es mit zwei Meisterexpeditionen, drei am Tag kann man ja machen, mit zwei schon erledigt haben, wenn ihr eine super gute Wahrscheinlichkeit, Dropchance und Lootluck und alles, was dazugehört hat. Wenn nicht, dann lauft es halt mehrere Tage, immer drei Stück. Also ihr habt dreimal die Chance, zwei Ausrüstungsteile zu kriegen. Und einfach immer wieder probieren, würde ich sagen. Machen. Und es ist wirklich nicht so schwer. Also das ist, die Chance, dass es droppt, ist nicht so gering. Also sie haben es auch sogar erhöht, auf jeden Fall. Und es hat mal einer gesagt, das kann ich nicht selber bestätigen, man soll, wenn man einen Teil hat, das nicht schon veredeln und hochziehen, sondern auf Natur belassen, bis man das zweite hat, weil wenn man es veredelt, soll die Chance wieder runterfallen, das zweite Teil zu kriegen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich sag euch das so, wie ich es gehört habe. Das kann auch nur eine Urban Legend sein. Irgendeiner hat es erzählt und alle glauben es. Ich gebe euch das nur weiter. Ich kann es selber nicht bestätigen. Aber es schadet ja nichts. Wenn ihr einen Teil habt, nützt euch das ja nicht. Der Bonus des Sets, den kriegt ihr ja sowieso noch nicht. Also farmt erst beide Teile, bevor ihr die dann wirklich auch hochzieht und veredelt und höher zieht. Ist ja nicht schwer. Ja. Das war's auch schon. Ja. Das war's, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.